Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Dienstag, der 23. August 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Heute gibt es am Ende der Folge sehr viele Analysen, nämlich sehr, sehr viele Analysen. Im Wiener Börseplausch natürlich wieder das Thema Market, hey, and Me. Here's Market and Me, the podcast for equity. Ja, die Börse als Modethema und die Augustfolgen des Wiener Börseplauschs sind präsentiert von Wiener Berger und Börsenwerte. Ich schaue mal kurz am Markt. 6.270 Punkte jetzt um 12.50 Uhr, ein Plus von 0,57% zu gestern. Gestern war ganz ein schlechter Tag, auch der Freitag war nicht gut. Es gibt also eine kleine Korrektur nach oben. UBM mit plus 3,9%, SBO ebenfalls 3,9% und Semperit 3,7% im Plus. Rosenbauer minus 1,9, Lenzing minus 0,7 und Andritz minus 0,6%. Ich erzähle kurz den Hintergrund zu den sehr, 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 sehr vielen Analysen. Die Christine Betzwinkler, meine Kollegin, war jetzt auf Urlaub und insofern war ich da schlampiger und habe nicht alles nachgetragen. Sie hat das jetzt gemacht, deswegen ist jetzt hier doch ein bisschen der Sukkus von einer Woche, aber es sind spannende Kursziele dabei, auch im Zusammenhang mit vielen News, die es so gibt. Zu Wort gemeldet haben sich die Analysten von der Raiffeisen und von der Erste Group, beide zur Strabag. Die haben diese 38,94 Euro pro Aktie, die da jetzt geboten werden, dieses Mindestpreisangebot aus dem Übernahmegesetz, weil das Syndikat sich neu aufstellt, habe ich alles thematisiert, sehen die beide signifikant unter den Kurszielen von 51,50 oder 49,50 Euro und sie empfehlen das nicht anzunehmen, das Angebot. Und ich bin da ein bisschen irritiert, weil der Unica-CEO, der Andreas Brandstätter, in einem Interview mit dem Börsenradio gesagt hat, dass der Strabag-Aktienkurs aktuell hoch ist und das Angebot fair ist. Also ich weiß jetzt nicht genau, was die wollen in Summe, denn man muss schon sagen, die Strabag ist jetzt 15 Jahre fast an der Börse. Am 19.10.2007 ist die gekommen, hat sich seither besser geschlagen als der ATX. Der ATX ist in dem Zeitraum ordentlich im Minus, auch die Strabag ist im Minus, von 47 auf aktuell ca. 39 Euro, weil bei dem Angebot steht jetzt mittlerweile schon, hat aber so viele Dividenden gezahlt, dass in Summe mit Dividenden schon ein positiver Return für Aktionäre drin war, auch nach Steuern. Aber 15 Jahre an der Börse, wenn man jetzt schaut, die Vorgeschichte war die Bauholding, die war 13 Jahre an der Börse. Auch von Haselsteiner und dann kam der Börserückzug, auch bei Strabag Köln kam ein Börserückzug und jetzt 15 Jahre Strabag. Und der Herr Haselsteiner, also der Vater, hat ja beim Börsegang 2007 gesagt, dass man den zweiten Börsegang in Wien nicht mehr so halbherzig machen wird, wie die Bauholding Strabag Notierung damals von 1990 bis 2013. Und trotzdem hat es immer wieder so Zwischensteps gegeben, wie zum Beispiel 2012, 5 Jahre nach dem IPO, da hat man sich mit dem Delisting beschäftigt, da hat zum Beispiel das Wirtschaftsblatt darüber geschrieben auch. Die Gesellschafter hatten sich damals noch nicht wirklich zu einem Delisting durchgerungen, aber ein Thema war das. 2019 auf der Hauptversammlung hat mein Kollege Günter Lunsch geschrieben, dann in einem Bericht darüber, dass ein Aktionär sich geäußert hätte, dass es ein Delisting geben sollte, um wieder in die Nähe des IPO-Preises zu kommen. Also all diese Delisting-Gedanken zeigen ja auch, dass der Aktienkurs aus der Sicht von Investoren zu gering ist, aber nichts passiert. Und ich denke, man hätte in den vergangenen Jahren durchaus einmal hergehen können und auch etwas in den Streubesitz hinein investieren, also den Streubesitz mit Kapitalerhöhung deutlich vergrößern, dann wäre der Titel im ATX, dann hätten wir jetzt nicht diese Situation, dass es knapp wird. Wie gesagt, ich glaube, man muss da ganz genau hinschauen. Ich wünsche mir, dass die Strabag an der Börse bleibt. Das ist ein tolles Unternehmen. Und ja, mehr, glaube ich, möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Wird man sehen, was da die nahe Zukunft bringt. Zu den Nachrichten. Eins möchte ich noch sagen. Lob an Voestalpine und Wiener Berger bei dieser Gelegenheit. Das war der Punkt. Die haben nämlich ganz, ganz große Mitarbeiterbeteiligungen an der eigenen Aktie.
Und das sind schon irgendwie Poison Pills für solche Situationen, dass der Streubesitz ausgedünnt wird und auch für Übernahmen. Und den Mitarbeitern taugt das auch in guten wie in schlechten Zeiten. Das ist also, glaube ich, eine vernünftige Sache. Die Wienerberger hat das heuer wieder viel getan. Die Vorstände haben große Insiderkäufe gemacht, aber auch die Mitarbeiter haben ein Programm gehabt. Bei der Voestalpine ist man überhaupt einer der Pioniere von Mitarbeiterstiftungen, Beteiligungen oder so. Und das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Und das sollten sich mehrere Unternehmen überlegen. Zu den Nachrichten, die Andritz. Da ist jetzt die Tochter Schuler, die die italienische Sovema Group übernimmt. Und da geht es jetzt um Systemanbieter in der Batteriezellenfertigung. Also ich habe mich ja immer wieder als großer Andritz-Fan geoutet. Die haben sehr, sehr viel im Portfolio und sind auch sehr zeitgemäß mit dem Angebot. Und ja, und natürlich, wenn man von Andritz spricht, kann man auch noch einen Andritz-Auftrag bringen, und zwar durch die taiwanesische Yuanfeng Yu Consumer Products. Und da geht es um eine Primeline-Kompakt-Tissue-Produktionslinie. Also Tissue zieht sich ja wie ein roter Faden durch. Die Post, die erweitert das Bankangebot, und zwar Vermögensanlage 99 bei Bank 99 und BlackRock. Also da holt man sich einen Profi rein. Und es geht um 4 ETF-Dachfonds. BAWAG hat ja früher mit der Post zusammengearbeitet und da war Amundi immer der Partner, und jetzt ist natürlich ein neuer Partner, jetzt ist das BlackRock. Die Grossotec vom Kontron-CEO Hannes Niederhauser und vom Erhard Grosnick, die haben weiter aufgestockt, die haben das Deal immer wieder getan, und jetzt hält man mittlerweile bei 5% der Aktien. In den abgelaufenen Tagen alleine wurden 134.000 Aktien gekauft. So, und jetzt kommt noch der fette Block an Research. Danke, Christine. Hoffentlich verhaspel ich mich nicht beim Reden, weil es ist nämlich viel. Ich beginne mit HSBC, und die haben sich die heimischen Bankaktien angeschaut. Erste Group, da bleibt man bei Kaufen, geht mit dem Kursziel von 45 auf 46 Euro. Bei der RBI sagt HSBC ebenfalls Kaufen und geht von 18 auf 20 Euro. Bei der BAWAG bleibt HSBC auch auf Kaufen, von 70 auf 72 Euro. Die erste Gruppe wiederum hat sich die BAWAG angeschaut, bleibt dort behalten und geht mit dem Kursziel von 53,5 auf 49 zurück. Ist also deutlich bärischer als die HSBC auf die BAWAG. Erste Gruppe hat sich auch Wienerberger angeschaut, bleibt dort bei Akkumulieren, geht mit dem Kursziel deutlich zurück von 37 auf 28,3. HSBC bleibt bei Wienerberger auf Kaufen, nimmt das Kursziel von 46 auf 40. Onfield bekräftigt Wienerberger mit neutral, erhöht das Kursziel von 25 auf 32. BNP Paribas bleibt bei Outperform für Wienerberger, geht von 36 auf 38 hoch. Also da gibt es durchaus eine Streuung auch bei der Wienerberger. Hauck und Aufhäuser ist bei FACC weiter auf Kaufen, geht aber mit dem Kursziel von 10 auf 9,1 retour. JP Morgan bleibt bei A1 Telekom Austria neutral und geht mit dem Kursziel von 7,1 auf 7,2 Euro marginal nach oben. Barclays bleibt bei der österreichischen Post auf Underweight, geht mit dem Kursziel von 28 auf 27,3 Euro. Hauck und Aufhäuser bleibt bei Kaufen für Rosenbauer. Kursziel geht aber von 55 auf 54. BNP Paribas geht bei der RBI weiter von Outperform aus und erhöht von 16,9 auf ebenfalls 20. Das haben wir davor auch gehabt. First Berlin reduziert Valneva von Kaufen auf Add, nimmt das Kursziel von 12,5 auf 12. RX Securities bestätigt Valneva mit Kaufen, geht aber von 12 auf 11,5. Raiffeisen Research bleibt bei Buy für Polytech, geht mit dem Kursziel von 7,5 auf 7,0. Jefferies bestätigt Pira Mobility mit Kaufen, nimmt das Kursziel von 106,5 auf 89,8 zurück. Hauck und Aufhäuser bleibt bei SBO auf Kaufen. Kursziel geht von 84 auf 101 hoch. FMR bestätigt Capstrategicom mit Halten. Kursziel geht von 16 auf 15,7. Erste Gruppe bleibt bei Capstrategicom auf Kaufen und kürzt das Kursziel von 22 auf 20. Jetzt werde ich schon müde beim Reden. Wiener Privatbank bestätigt Voestalpine mit Kaufen und reduziert das Kursziel von 37,2 auf 30,8. BNP Paribas
bekräftigt Voestalpine mit Outperform, geben im Kursziel von 32 auf 33. Kepler Chevreux, Voestalpine kaufen. Kursziel geht aber von 45 auf 40. Wiener Privatbank geht bei Lenzing nach oben von Halten auf Kaufen, geben im Kursziel von 95 auf 98,6 hoch. Und finally nochmal die erste Group, die Lenzing mit Halten bestätigt und das Kursziel von 125 auf 94,5 Euro retour nimmt. So, jetzt bin ich wirklich müde, das Ganze abgelesen zu haben. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich glaube nicht. Diese Analysen und Analysten sind sehr weitsichtig und wichtig, meiner Meinung nach, tun über die Jahre auch einen guten Job für den österreichischen Markt und geben einfach die Guidance. Ja, Strabag habe ich, glaube ich, jetzt viel gesagt. Lob an Wienerberger Voestalpine ausgerichtet. Und hoffentlich bleibt bei der Strabag alles gut, weil das Unternehmen ist ein tolles. Hoffen wir, wir dürfen. Tschüss und Baba.